Hallo und herzlich willkommen zurück bei Foundation. In der letzten Folge konnten wir das Unwetter überstehen und hatten eine grundlegende Bierproduktion aufgebaut. Und in dieser Folge werden wir natürlich wieder ganz entspannt und in Ruhe an unserem kleinen Küstendorf weiterbauen. Ich möchte mich mal um die Bevorratung kümmern. Also gehen wir mal auch direkt rüber zu unseren Hängen hier, wo wir die Getreidefarmen haben. Da sollten wir noch etwas machen. Da oben sind auch Steine, um die würde ich mich auch gerne kümmern. Also sprich, dass wir unsere Steinproduktion verbessern. Ich glaube, im Moment haben wir nur einen einzigen Steinbruch bisher gebaut, den hier rechts gleich zu Beginn. Also da sollten wir auch ein bisschen nachlegen. Wir werden auf jeden Fall viele, viele Steine brauchen, wenn wir uns dann voraussichtlich in der nächsten Folge um die Taverne kümmern. Fangen wir erst einmal an mit dem Kauf 2 neuer Territorien bzw. Gebieten. Ich würde gerne hier drüben das Gebiet noch dazu nehmen. Das möchte ich gerne abholzen und dort ein oder zwei weitere Getreidefarmen bauen. Und auch das Gebiet möchte ich dazu nehmen. So, dann haben wir schon mal ein paar Münzen ausgegeben. Wir sollten uns auch um die Erweiterung unserer Schatzkammer noch kümmern. Aber bauen wir erst einmal hier oben, und zwar einen Speicher. Fangen wir damit zunächst an, dass wir einen Speicher für die Einlagerung unseres Weizens hier errichten. Machen wir das mal so rum. Da, wo der Karren ist, das ist die Seite, wo keine Zugänge sind. Ich glaube, das passt ganz gut, wenn wir hier einen weiteren Speicher zunächst haben. Das ist jetzt sehr zentral hier zwischen den Getreidefarmen. Bauen wir den Speicher für 10 Münzen, 5 Steine und 15 Hölzer. Lassen wir den auch offen und geben ihm mal eine Priorität. Nicht, dass sich unsere Baumeister denn erstmal um die Häuser kümmern. Hier war schon wieder zu lesen, dass es irgendwo an Unterkünften fehlt. So, jetzt haben wir hier oben das Gebiet dazu genommen. Dann sollten wir uns hier erst einmal um die Zonen kümmern, also sprich den Abbau. Zeichnen wir mal das alles hier als Abbaugebiet ein. Dann können unsere Holzfäller sich auch darum kümmern. Nicht, dass die dann irgendwann keine Bäume mehr finden. So, gehen wir auch mal hier rüber. Das sieht ganz gut aus. Und dann können wir auch noch unsere Anbauflächen hier für die Getreidefarben etwas vergrößern zu einem späteren Zeitpunkt. Hier hinten sind die Bäume schon weg, das ist sehr gut. Nehmen wir das hier also ein ganz kleines bisschen auch wieder zurück und gehen noch nach hier drüben. Das ist ja jetzt hier auch Teil unseres Gebiets, also können sich die Holzfäller auch hier rum kümmern. So, jetzt haben wir das erstmal alles darin aufgenommen ins Abbaugebiet und wir können uns mal weiter kümmern. Bauen wir doch als nächstes gleich mal Weizenfarmen. Also gehen wir in die Nahrungsmittelproduktion und errichten hier ein, zwei weitere Weizenfarmen. Machen wir uns auch mal die Grenzen des Territoriums an. Und wir haben 3 Neuankömmlinge gerade bekommen. Um die werden wir uns gleich kümmern. Bauen wir aber zunächst eine weitere Weizenfarm hier oben. Ich glaube, das sieht hier ganz nett aus in der Nähe der Sammlerhütten. Und wir werden mal ganz kurz pausieren. Wir haben nämlich die Stufe Lebhaft beim allgemeinen Pfad erreicht und das sollten wir uns dann gleich anschauen. Bauen wir aber erst einmal die Weizenfarm für 25 Münzen, 4 Werkzeuge und 20 Bretter. Bei den Brettern müssen wir, glaube ich, auch noch ein bisschen was machen. Wir haben im Moment nur 57. Bauen wir aber zunächst, bevor wir uns um die Neuankömmlinge kümmern und uns die Stufe Lebhaft anschauen, erst einmal die zweite Getreidefarm. Und das möchte ich dann einfach hier drüben machen. Ich glaube, das sieht ganz nett aus, wenn wir das so an den Hängen hier haben. Also bauen wir eine zweite Weizenfarm und lassen die hier einfach von den Baumeistern ganz in Ruhe bauen, soweit sie Zeit haben. Schauen wir uns erst einmal die Neuankömmlinge an. Nehmen die mal ins Dorf auf. Und jetzt werden wir erst einmal in den allgemeinen Pfad schauen. Also sprich in den Alma nach. Da ist uns jetzt auf der Stufe Lebhaft, die wir jetzt erreicht haben, bei 150 Fortschrittspunkten die Milchwirtschaft freigeschaltet worden. Da können wir dann einen Milchviehhof bauen, also sprich Milch produzieren und dann eine Käserei, um Käse zu produzieren. Und dann haben wir hier noch eine Fassbinderei, um Fässer herzustellen, eine Kerzengießerei, die wir uns freischalten können, weitere Zierelemente, die könnten wir fast mitnehmen, dann können wir die 250 Münzen schon mal ausgeben, aber wir sollten vielleicht dann vorher noch diese Zielelemente auf der vorherigen Stufe erst einmal kaufen. Schauen wir erst einmal weiter hier bei der Stufe Lebhaft. Dann haben wir hier ein Edikt Minenförderung. Das ist für uns auch noch nicht ganz so interessant. Wir haben ja noch keine Minen errichtet. Und dann haben wir hier noch das Edikt Massenhandel. Dazu kommen wir dann auch, wenn wir das benötigen.
haben wir uns das erstmal angeschaut und jetzt lassen wir auch mal die Simulation weiterlaufen. Ist sehr schön, dass wir die Stufe erreicht haben. Und jetzt kümmern wir uns mal weiter. Wir haben jetzt den Speicher im Bau, das sieht schon ganz gut aus. Wir haben die zwei Getreidefarmen im Bau und wir werden hier oben noch ein bisschen was machen. Wir haben hier oben noch Steine. Also sollten wir einen weiteren Steinbruch errichten und den hier gleich mal zwischen den Getreidefarmen platzieren. Das machen wir hier mal neben dem Speicher. Ich glaube, das sieht am besten aus. Dann schränken wir auch die Getreidefarm oder die Weizenfarm nicht ein. Dann bauen wir das mal so rumgedreht. Ich glaube, das sieht ganz nett aus. Dann bauen wir einen hier für 10 Münzen, für 2 Werkzeuge und 10 Hölzer. Lassen wir den auch offen, aber geben dem eine Priorität. Und dann bauen wir gleich noch einen zweiten Steinbruch, würde ich sagen. Wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall viele, viele Steine für den Bau einer Taverne. Also bauen wir hier gleich noch einen zweiten Steinbruch. Dann bauen wir das mal so rumgedreht. Ich glaube, das sieht ganz nett aus. Da geben wir jetzt mal keine Priorität drauf. Wir schieben uns die hier nach vorne. Da ist das Fenster auch schon. Und dann werden wir auch gleich nochmal eine Steinmetzhütte bei der Gelegenheit hier oben errichten. Wir brauchen definitiv auch weitere behauene Steine. Also platzieren wir die mal hier am Weg, würde ich sagen. Das sieht, glaube ich, ganz nett aus. Bauen wir die für 25 Münzen, 8 Werkzeuge, 10 Hölzer und 5 Tücher. Tücher haben wir im Moment auch recht wenig. Vielleicht kümmern wir uns auch noch darum. Ich möchte auf jeden Fall viel bevorraten. Und wo wir beim Vorraten sind, würde ich sagen, wir sorgen hier oben gleich mal für ein weiteres Lagerhaus. Ich glaube, das passt. Das ist hier sowieso so eine Lärmzone jetzt, die hierdurch entsteht, dass wir die Steinbrüche bauen und die Steinmetzhütte. Also können wir hier auch noch ein lärmendes Lagerhaus dahinsetzen. Also machen wir das hier. Das sieht, glaube ich, ganz nett aus. Bauen wir das für 10 Münzen, 10 Steine und 15 Bretter. Ja, wir brauchen definitiv mehr Bretter, obwohl wir jetzt gerade im Moment hier 73 Bretter haben. Und unsere Baumeister haben ordentlich zu tun. Sie sind jetzt auch schon mit dem Speicher fertig. Sehr schön. Dann werden wir hier mal Weizen zuweisen. Der Weizen, der wird ja nicht durchgängig kontinuierlich produziert, sondern die Produktion erfolgt natürlich wie bei der echten Landwirtschaft in Schüben, also sprich zu den entsprechenden Jahreszeiten. Gucken wir uns ganz kurz mal eine Weizenfarm an. Da haben wir jetzt aktuell den Status Wachstum, also noch nicht die Ernte. Und die Aussaat ist wohl gerade gewesen. Also die pflegen jetzt den Weizen. Und wenn der dann geerntet wird, dann gibt es quasi eine große Menge von Weizen, den wir auch irgendwo einlagern müssen. Jetzt haben wir hier 2 Speicherplätze dafür. Ich würde sagen, wir werden hier noch einen weiteren Speicherplatz für unsere Beeren festlegen. Und noch einen weiteren Platz, ich würde sagen, vielleicht für Mehl. Dann können wir hier in der Nähe noch eine Mühle errichten. Das wäre vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Das sieht sicherlich auch ganz nett aus, wenn wir das hier irgendwo in der Nähe noch unterkriegen. Vielleicht hier am Hang neben den Weizenfarmen. Aber kümmern wir uns erstmal vielleicht noch um die Stoffproduktion. Also sprich die Wollproduktion. Da haben wir auch recht wenig Wolle. Also nur 12 Wolle gerade im Moment. Und wir haben 5 Tücher bloß. Also sollten wir vielleicht noch eine weitere Schafzucht hier errichten. Machen wir das doch einfach, wer hindert uns dran? Niemand. Also gehen wir wieder in die Warenproduktion und errichten eine weitere Schäferei. Machen wir das hier bei den anderen. Das sieht, glaube ich, ganz nett aus. Drehen wir die mal so, dass sie mit der Rückseite jetzt hier zum Wald steht. Und platzieren eine weitere Schäferei für 25 Münzen, 2 Werkzeuge, 10 Steine und 10 Hölzer. Hölzer haben wir auf jeden Fall mehr als genug. Vielleicht sollten wir auch gleich noch, wie gesagt, ein bisschen was für unsere Bretterproduktion tun. Wir haben hier drüben 2 Sägewerke. Irgendwie kommen die mit der Verarbeitung wohl nicht so ganz hinterher. Wir werden mal hier drüben noch ein weiteres Lagerhaus errichten und ein Sägewerk. Wir haben ja auch hier hinten einen Holzfäller. Und ich denke, das ist eine ganz nette Stelle. Wir können es auch auf der anderen Seite hier oben machen. Ich überlege gerade. Vielleicht ist es hier oben noch besser, obwohl das natürlich ziemlich weit weg ist von allem. Wir sind dann hier auch schon an der Kartenkante. Viel weiter können wir hier eigentlich gar nicht gehen. Und nach links in die andere Richtung, da ist noch sehr, sehr viel Land, das wir besiedeln können. Dann würde ich sagen, machen wir das lieber hier. Das ist auch zentraler. Also gehen wir wieder zurück zu unseren Schafzuchten und bauen dahinter noch ein Lagerhaus. Ich möchte mich ja um die Bevorratung kümmern, also dürfen Lagerhäuser definitiv nicht fehlen.
bauen wir das so rum, die hintere Kante jetzt da, wo das Lagerhaus, also das Gebäude steht, da sind keine Zugänge, also denke ich, ist das eine ganz gute Stelle, wenn wir das hier machen, bauen wir das auch wiederum für 10 Münzen, 10 Steine und 15 Bretter und dann bauen wir da auch gleich noch ein Sägewerk. Also gehen wir wieder in die Ressourcenproduktion und bauen das Sägewerk hier gleich noch in die Nähe. Ich glaube, so rum geht das ganz gut. Hat auch wieder einen Lärmradius. Bauen wir das hier einfach hinter die Schäferei. Und die Zugänge sind jetzt nach oben in Richtung des Lagerhauses. Und hier ist noch genug Platz für Wege. Bauen wir das für 10 Münzen, 10 Steine und 20 Hölzer. Geben wir dem Sägewerk auch gleich meine Priorität und dem Lagerhaus. Und dem Lagerhaus, wo haben wir es jetzt? Da ist es. Dem geben wir auch eine Priorität. Das wäre auf jeden Fall wichtig, dass das recht schnell fertig wird. Und wir haben jetzt auch 3 arbeitslose Dorfbewohner und wir kriegen schon wieder neue Zuwanderer. Das sieht nach 3 Damen und einem Herrn aus. Die können wir dann auch aufnehmen. Wir schauen mal, ob hier schon etwas fertig geworden ist in der Zwischenzeit. Sieht nicht so aus, als wäre hier schon etwas fertig. Unsere Steinmetzhütte, da fehlt noch etwas Stoff. Beim Steinbruch, da haben wir etwas, das fertig ist. Sehr schön. Dann können wir eigentlich gleich mal die Simulation etwas schneller laufen lassen und uns zum Marktplatz begeben. Dann können wir nämlich die Neuankömmlinge aufnehmen. Sehr schön, da haben wir sie auch schon. Das sind 4. Und dann werden wir unseren neuen Steinbruch oben am Hang gleich mal voll besetzen. Gucken wir uns mal an, welcher das jetzt ist. Das ist der hier hinter dem Speicher. Sehr schön. Und dann können wir hier beim Speicher auch noch Träger zuweisen. Wir haben 2 freie Arbeitslose Dorfbewohner. Lassen wir den Speicher mal offen. Gerade etwas unübersichtlich hier leider. Aber das geht schon. So, unsere Steinmetzhütte ist fertig. Aber wir haben keinen arbeitslosen Dorfbewohner. Da müssen wir uns etwas gedulden jetzt. Wir müssen das hier sich ganz in Ruhe entwickeln lassen. Wir könnten jetzt höchstens die Zonen gerade im Moment optimieren. Wir können uns eigentlich gar nichts anschauen, auch in der Zwischenzeit. Naja, warten wir das einfach mal ab. Wir werden vielleicht was anderes noch machen. Ich sehe schon, dass unsere Schatzkammer ja schon wieder fast voll gefüllt ist. Wir sollten eine Erweiterung unserer Schatzkammer in Angriff nehmen. Also gucken wir uns mal das Gutshaus an und bauen eine weitere Schatzkammer. Nehmen wir am besten eine rustikale Halle und setzen die mal hier an und bauen sie recht groß. Wir reißen jetzt hier ein Wohngebäude weg. Das ist natürlich weniger schön. Aber wir brauchen auf jeden Fall genug Platz, um Münzen einlagern zu können. Ich glaube, so sieht das ganz nett aus. Vielleicht einen kleinen Tick zu hoch. Jetzt können wir hier 390 Münzen in dieser rustikalen Halle einlagern. Vielleicht gehen wir nochmal eine Stufe runter. 330, das sieht netter aus. Die Kante hier ist schöner. Also bauen wir einfach diese Erweiterung des Gutshauses, also diese Schatzkammer, für 16 Bretter, 16 Steine und 6 Werkzeuge. Das machen wir auch erstmal zu, das müssen wir nicht überwachen, das wird schon fertig. Und wir müssen eigentlich noch mal ein paar Münzen ausgeben. Na, dann machen wir das mal. Lassen wir mal die Simulation kurz etwas langsamer laufen. Ich habe mir da nämlich schon eine Stelle ausgesucht, und zwar hier drüben. Hier haben wir ein schönes Waldgebiet, hier drüben sind auch Steine und wir kommen an diesen Steinbruch ran. Daher werden wir einfach weitere Gebiete dazu kaufen, und zwar gleich mal 4. Dann können wir hier auch noch später Fischerhütten errichten in dieser Bucht. Aber jetzt haben wir erstmal hier zusätzliches Jagdgebiet quasi uns erschlossen bzw. gekauft. Zeichnen wir das auch gleich mal ein. Unsere Jagdhütten hatten ja immer Probleme, dass sie nicht genug Ressourcen gefunden haben. War auch ein bisschen bedingt dadurch, dass als wir die Jagdhütten errichtet haben, nur 2 Gebiete hatten. Das können wir jetzt doch hier alles ein bisschen optimieren langsam mal. So, wir haben ein neues Jagdgebiet. Das sieht ganz gut aus. Vielleicht sollten wir hier noch einen Förster dann demnächst errichten, damit das Jagdgebiet noch etwas vergrößert wird. Das können wir machen, aber uns fehlen im Moment definitiv die Dorfbewohner bzw. die Arbeiter. Da müssen wir auf jeden Fall uns ein bisschen gedulden. Nicht alles zu schnell bauen, das ist keine gute Idee. Auch nicht zu schnell in den Stufen weitergehen, also bei den verschiedenen Pfaden. Wir brauchen erstmal Ressourcen. Also kümmern wir uns jetzt, wie gesagt, darum. So, schauen wir mal, wie es aussieht. Wir haben jetzt 2 neue Dorfbewohner. Dann würde ich sagen, wir machen einen zum Träger. Dann suchen wir uns einen Dorfbewohner mal raus.
hier die arbeitslose Seite, nein, den arbeitslosen Seite, ihn werden wir mal zum Gemeinen befördern und zum Steinmetz machen. Dann haben wir nämlich schon mal unsere Steinmetzhütte, die wir jetzt neu gebaut haben, oben am Hang besetzt. Das ist sehr schön. Der wird sich jetzt hier drüben gleich Arbeit suchen. Das ist sehr schön. Und dann sollte er die Arbeit aufnehmen und uns mit weiteren behauenen Steinen versorgen. So, na dann lassen wir mal die Simulation wieder etwas schneller laufen und gucken hier dem Treiben ein bisschen zu. Mal gucken, ob er seinen Arbeitsplatz findet. Ja, jetzt hat er seinen Arbeitsplatz gefunden. Ich hoffe, er hat sich auch Unterkunft gesucht und etwas zu essen und zu trinken. Dann ist er hoffentlich auch glücklich. Naja, ganz glücklich dürfte er nicht sein. Ihm wird, wie den anderen Dorfbewohnern, die Gemeine sind, die Unterhaltung fehlen. Darum müssen wir uns noch kümmern, aber wir werden nicht zu schnell bauen. So, jetzt ist unser Lagerhaus fertig geworden. Eines der Lagerhäuser. Das hier oben. Das ist sehr schön, dass das hier gleich in der Nähe ist. Dann können wir uns hier erstmal um die Ressourcenzuweisung kümmern. Und wir haben einen weiteren Steinbruch, der fertig geworden ist. Der hier mit Sicherheit. Sehr schön. Dann sind ja unsere Baumeister frei und können sich um andere Dinge kümmern. Kümmern wir uns erstmal hier um das Lagerhaus. Hier werden wir auf jeden Fall natürlich Steine einlagern. Normale Steine erst einmal. Dann behauene Steine. Wir sollten hier auch Holz einlagern, auf jeden Fall. Und vielleicht sollten wir nochmal die Rohsteine einlagern. Wir haben hier immerhin zwei Steinbrüche. Ändern wir das mal ein ganz kleines bisschen ab. Ich finde das immer netter. Machen wir das ein kleines bisschen anders. Wir werden hier unten die behauenen Steine einlagern. Hier dann die Hölzer. Und hier nochmal die rohen Steine. So sieht das besser aus. Da müssen wir uns noch um Träger kümmern. Aber da müssen wir jetzt die nächste Einwanderungswelle abwarten, die in 5 Tagen hier in unserem kleinen Küstendorf eintrifft. Sehr schön, das sieht ganz gut aus erst einmal. Und wir können uns dann ja um weite Dinge kümmern. Wir schauen uns mal ganz kurz unsere Schatzkammer an. Da ist noch nicht viel passiert. Na, dann müssen wir da einfach noch Geduld haben. Wir haben auf jeden Fall gerade sehr, sehr viel, um das sich unsere Baumeister kümmern müssen. Und wir kriegen gerade haufenweise Zuwanderer. Das sieht gut aus. Das sind mindestens 4. Könnten auch 5 sein. Wir werden es gleich wissen. Es sind 4. Großartig. Sehr schön. Dann nehmen wir die alle mal in unser Dorf auf. Und wir kümmern uns erstmal darum, dass wir die Schäferei besetzen. Da werden wir jetzt einen Leibeigenen zuweisen. Gehen wir auch ganz kurz rüber. Wir haben mal ganz kurz im Berg gesteckt. Das sah gut aus. Und wir werden hier natürlich jetzt Schafe züchten. Klicken wir wieder ein paar Mal drauf. Lassen wir mal die Lämmer kommen. Und hören dann jetzt auf. So, das soll genügen. Wir haben eine weitere Schäferei. Ich hoffe, dass wir dann zukünftig mehr Tücher haben. Sonst müssen wir noch eine weitere Weberei bauen. Und noch eine weitere Schafzucht. Wir haben jetzt in fast jeder Folge eine neue Schafzucht errichtet. Das sieht aber sehr nett aus und sehr wohlig hier. Sehr hübsch. So, wir haben noch 3 arbeitslose Dorfbewohner. Wir schauen mal ganz kurz. Wir werden einen noch unserem Speicher oben bei den Getreidefarmen zuweisen. Dann können wir das schon mal zumachen. Wir schauen mal, was unser anderes Lagerhaus hier macht. Das ist in der Zwischenzeit auch fertig geworden. Großartig. Dann können wir hier auf jeden Fall mal Hölzer einlagern. Wir haben hier auf jeden Fall Hölzer in der Nähe. Wir können mal ja noch einen zweiten Speicherplatz für Hölzer vorsehen. Und einen für Bretter. Ja, vielleicht machen wir es noch ein bisschen anders. Wir nehmen nur Bretter. Machen wir 2-mal Bretter. Und wir werden hier einmal Wolle einlagern. Das werden wir hier mal vorsehen. Mal sehen, ob wir es brauchen. Ich hoffe es jedenfalls. Damit unseren Webereien die Wolle nicht ausgeht. So, dann weisen wir hier mal 2 Träger zu. Und dann gedulden wir uns, bis die Schatzkammer fertig ist. Nein, die ist gerade fertig geworden. Sehr schön, wir können uns das mal anschauen. Das sieht sehr nett aus hier. Das ist auch eine ganz nette Kante hier geworden. Da ist keine Lücke entstanden. Großartig. Sehr, sehr schön. Das reicht auch erstmal. Wir haben fast 1500 Münzen, die wir einlagern können. Und wir können uns noch mit anderen Dingen befassen. Dann würde ich sagen, ja, machen wir eins. Ich möchte nochmal was bei der Kirche verändern. Und zwar, ja, ist mir beim letzten Mal nicht aufgefallen beim Bauen, dass hier die Kante, der Dachfirst, etwas zu hoch ist. Wir werden mal deswegen hier noch eine weitere strohgedeckte Kapelle errichten und diese nicht ganz so hoch machen wie die andere. So sieht das besser aus. Bauen wir die zunächst und dann werden wir
Sobald das fertig gebaut ist, den anderen Teil abreißen und neu bauen. Bauen wir aber erstmal diese kleine Erweiterung hier für 21 Steine, 5 Bretter und 3 Werkzeuge. Machen wir das auch erstmal zu. Und jetzt kriegen wir hier einen Kaufmann. Der wird sich dann in Kürze in unserem Dorf einfinden. Mal schauen, was er möchte. Ich hoffe Holz. Dann werden wir ein bisschen was davon los. Und wir nehmen jetzt mal die 3 neuen Dorfbewohner hier auf. Wir schauen mal ganz kurz, ob wir hier schon was bei den Weizenfarmen machen können. Nein, die liegen natürlich sehr weit ab vom Schuss sozusagen. Da finden unsere Baumeister nicht so schnell hin und bevorzugen erstmal anderes. Also kümmern wir uns um das Lagerhaus, das wir gerade eingerichtet haben und weisen hier 2 weitere Träger zu. Dann können wir das nämlich auch schon zumachen. Das war jetzt das drüben bei unserem neuen Sägewerk. Gucken wir mal, was das Sägewerk auch macht. Das ist auch fertig, sehr schön. Denn wenn wir einen Sägewerker einstellen und es noch offen lassen, wir brauchen noch weitere Zuwanderer. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns jetzt mal um den Kaufmann. Holz für den König. Der König will die Grenzen mit neuen Wehranlagen sichern. Einer seiner Kaufleute hat eure Holzfällerlager bemerkt und macht euch ein Angebot. Sehr, sehr schön. Also, was ich mir gerade gewünscht hatte, ist in Erfüllung gegangen. Wir können mit dem König handeln und ihm Holz verkaufen. Schauen wir mal, wie viel er möchte. Er möchte wieder 100 Holz. Das sollen wir in Warenlagern sammeln. Das haben wir bereits. Wir haben 382 Holzstämme in unseren Holzlagern vorrätig. Und wir können den Handel einfach annehmen, sagen, das klingt nach einem guten Geschäft. Und dann werden wir den Handel jetzt einfach nur noch bestätigen. Dafür werden wir jetzt 100 Münzen und 10 Einfluss beim Königreich erhalten. Sehr schön, wir haben einen Erfolg erzielt, das ist abgeschlossen und jetzt ist auch noch eine Weizenfarm fertig geworden, großartig. Wir haben wieder 0 Einfluss beim Königreich, das werden wir mal als Erfolg. Und wir werden noch eins machen, das fällt mir gerade bei der Gelegenheit ein, wir werden mal in die Mandate gehen. Unser Vogt hat gerade nichts zu tun, also werden wir den mal etwas Einfluss beim Klerus gewinnen lassen für 13 Goldmünzen. Schicken wir ihn mal auf die Reise. So, schauen wir mal, was unsere Weizenfarm macht. Die kriegt gleich 3 Bauern. Da kommen nämlich 3 Neuankömmlinge. Kümmern wir uns auch darum. Dann können wir gleich noch eine neue Anbaufläche einzeichnen. Wir nehmen die 3 Dorfbewohner auf, weisen sie direkt der Weizenfarm zu und gehen mal zu unserer neuen Weizenfarm. Das ist die hier drüben. Und schauen wir ganz kurz. Ja, da können die Holzfäller Holz schlagen, aber erstmal können wir hier eine Abbaufläche für den Weizen einzeichnen. Machen wir das hier am Hang, nehmen wir auch schon die Gebiete mit rein, wo jetzt das Holz noch nicht geschlagen ist. Machen wir das hier mal am Hang bis hier runter und versuchen die Kante noch ein bisschen netter zu kriegen. Hier kann ja sowieso nicht angepflanzt werden, der Weizen. So, das sieht ganz gut aus. Mit der Weizenfarm sind wir erst einmal fertig. Sieht eigentlich ganz idyllisch aus mit den paar Bäumen. Also, da werden sich unsere neuen Bauern sicherlich wohlfühlen. Sehr, sehr schön. Dann warten wir wiederum ab, bis wir neue Zuwanderer bekommen. Und wir gucken mal, ob wir noch etwas machen können. Ja, wir können uns schon mal um die andere Weizenfarm hier oben kümmern. Die ist fertig. Die hat zwar noch keine Bauern, aber wir können die Anbaufläche schon mal einzeichnen. Machen wir das gleich mal hier drüben. Da haben wir jetzt auf jeden Fall etwas wenig Fläche. Mal gucken, wie wir das jetzt hinkriegen. Die hier ist etwas zu groß. Da werden wir hier mal die Anbaufläche etwas zurücknehmen. Nehmen wir mal einen etwas kleineren Pinsel. Das macht sich etwas besser dann sicherlich. Also da sehen wir jetzt ja, wie weit das reicht. Jetzt kann man das so ein bisschen nachjustieren. Das sieht ganz gut aus. Wir können auch die Anbaufläche hier noch ein bisschen in die Richtung vergrößern, denke ich. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Das war jetzt schon fast wieder ein bisschen zu viel für meinen Geschmack weggenommen. Aber ich glaube, das geht. Und wir gehen auch noch hier rüber. Das ist ja jetzt unser neues Gebiet. Dann können sich unsere Bauern den optimalen Standort für den Weizen aussuchen. So, das sieht ganz gut aus. Hier so quasi kreisrund um den Bauernhof bzw. die Weizenfarm drumherum. Das ist sehr schön. Machen wir die Weizenfarm erstmal zu. Muss jetzt hoffentlich die richtige sein, ja. Und wir kümmern uns nochmal um die Anbauflächen hier. Schauen wir mal, wie wir das jetzt am besten machen, beziehungsweise wie weit wir hier gehen. Gehen wir bis hier an den Weg, um die Sammlerhütten drumherum. So sieht das ganz gut aus. Das können wir, glaube ich, so lassen. Das sollte genügen für den Moment.
Sehr schön, haben wir das auch schon. Und wir haben 2 Neuankömmlinge, leider keine 3. Machen wir die Weizenfarben erst einmal zu, beziehungsweise beenden das Einzeichnen. Nehmen die beiden auf und wir besetzen mal unser Sägewerk jetzt erst einmal voll. Dann können wir das nämlich auch schon schließen. Sehr gut. So, jetzt fehlen hier irgendwo Rohstoffe. Das ist dann wohl unsere Brauerei. Der dürfte wahrscheinlich, der Hopfen fehlen, nehme ich mal an. Nein, Hopfen haben wir genug, aber der Weizen fehlt. Ja, dann war das gar nicht verkehrt, dass wir weitere Getreidefarmen, also Weizenfarmen errichtet haben. Also wir sollten vielleicht auch mal schauen, gehen wir doch dazu mal in den Eimer nach, in den Handel und schauen uns mal an, was wir beim Weizen eingestellt haben. Wir verkaufen Weizen. Da würde ich sagen, ja, unseren Dorfbewohnern sollte der Weizen nicht ausgehen. Wir drehen das mal um und kaufen immer Weizen bis zu einer Menge. Ich will jetzt hier nicht zu viel einkaufen, aber von 50 würde ich sagen. Obwohl, ich nehme mal lieber die Zahlen, die sich einfach tippen. Also nehmen wir 55. Probieren wir uns das aus und machen den Almanach erst einmal zu und warten ab, bis wir jetzt neue Zuwanderer kriegen, denn die brauchen wir dringend. Wir brauchen 4 Träger, wir brauchen 3 Bauern und wir brauchen 5 Bergarbeiter. Aber ich würde sagen, ja, wir haben viel gebaut schon in dieser Folge. Also, das sieht ganz gut aus. Wie sieht es beim Brot aus? Da haben wir 100 Brot. Wir haben jetzt 48 Wolle. Das sieht auch sehr gut aus. Wir haben bisher nur 43, jetzt 45 Bretter. Das sieht gut aus. Wir haben sowohl bei den behauenen als auch den normalen Steinen jeweils über 100. Das sieht auch sehr gut aus. Unsere Fleischreserven, die sind nicht ganz so gut mit 20. Wir schauen mal ganz kurz, was die Wildschweine sagen, da haben wir 7. Das sieht auch schon besser aus. Also unsere Fleischerei hat auf jeden Fall gut zu tun. Hier gehen die Rohstoffe nicht aus. Ich glaube, das mit dem Jagdgebiet hier unten hat sich schon gelohnt. Und jetzt kriegen wir auch noch einen Kurier. Beziehungsweise ein Kurier nähert sich unserem Dorf. Ich nehme mal an, das dürfte eine der Handelsrouten betreffen. Wir werden es gleich wissen. Da kommt er auf dem Pferd, nähert sich unserem Gutshaus. Während auch unsere Neuankömmlinge hier ins Dorf kommen, nehmen wir die erst einmal auf und weisen die direkt der Weizenfarm zu. Dann haben wir jetzt 3 neue Bauern oder Bäuerinnen eingestellt. Dann sind wir auch damit schon fertig. Und jetzt können wir mal schauen, was der Kurier uns in einer Audienz mitteilen möchte. Den Handel mit Mittel verbessern. Dank der Geschäfte mit euch erlangt Mittel einen recht großen Bekanntheitsgrad. Wenn ihr ihnen helft, eine weitere Kirche zu restaurieren, bieten sie euch ein höheres Handelsvolumen an. Das ist großartig. Schauen wir mal, was sie möchten. Wir sollen jetzt 100 behauene Steine in unseren Warenlagern einlagern. Wir haben genau 100 und dadurch würde sich die Handelskapazität um 75 pro Ware verbessern. Also sprich, wir können bereits jetzt die Handelsroute mit Mittel auf die 3. Stufe bringen. Das ist großartig. Wir haben jetzt die Möglichkeit, entweder die 100 behauenen Steine dafür auszugeben oder wir könnten auch 1000 Münzen dafür zahlen. Jetzt wäre ich ja ehrlich gesagt dafür, dass wir das mit Münzen machen. Unsere Schatzkammer ist schon wieder gut gefüllt mit 1265 Münzen und daher werden wir das mit klingender Münze bezahlen. Gucken wir uns ganz kurz noch den Erfolg an. Den Handel mit Mittel verbessern haben wir jetzt erzielt. Euer Nachbar dankt euch für die Ressourcen. Sie versprechen, dass die Waren eurer Siedlung in Bälde in ihre Märkte fließen werden. Wo eher die Münzen, die wir ihnen gegeben haben, werden in ihre Märkte fließen. Schauen wir uns das ganz kurz im Almanach an mit den Handelsrouten. Wir haben hier die Handelsroute mit Mittel oder mit dem Klerus vielmehr in Mittel. Und dadurch haben wir jetzt die Stufe 3 erreicht. Unsere erste Handelsroute auf der Stufe 3. Großartig, sehr schön. Das ist jetzt durch den Einkauf des Weizens passiert. Wir haben ihnen ordentlich Weizen abgenommen und dadurch, ich glaube, es müssten, hier sind es 80, die wir abnehmen mussten. Bei Northbury, wir schauen mal ganz kurz, wie es bei Davenport aussieht. Da sind wir noch auf Stufe 1. Den müssten wir auch irgendwie 20 Güter abnehmen, 20 Kräuter zum Beispiel oder halt behauene Steine. Naja, können wir auch einkaufen. Vielleicht sollten wir das machen, um dann auch die Handelsroute mit Davenport zu verbessern. Naja. Wir haben unsere erste Handelsroute auf der Stufe 3. Wir lassen mal die Simulation weiterlaufen. Wir sollten hier dann auch langsam zum Schluss kommen. Ich denke, wir haben unsere Ressourcenproduktion und vor allem auch die Bevorratung gut ausgebaut.
Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Wenn wir nochmal einen Blick in die Runde werfen, ob wir noch irgendwo etwas machen können. Aber wir sollten uns jetzt wahrscheinlich nur noch darauf konzentrieren, die fehlenden 9 Dorfbewohner zu bekommen. Wir schauen mal ganz kurz, was unsere Kirche sagt. Da ist der Anbau fertig. Das ist sehr schön. Wir haben eigentlich nichts mehr im Ausbau. Also wenn wir das machen, was ich vorhin sagte, wir werden mal hier diese Kapelle, die wir gebaut haben, die mir nicht zusagt, ich möchte das schon etwas hübscher haben, einfach mal abreißen und neu bauen. Wir können bei der Gelegenheit noch etwas nachschauen. Gehen wir nochmal in den Almanach und schauen mal beim Klerus rein. Da haben wir schon das Prunkpaket für die Dorfkirche. Na gut, da könnten wir uns jetzt hier noch eine niedere Steinmauer kaufen. Machen wir das. Das hat jetzt 25 Münzen gekostet. Und wir können noch das Prunkpaket Klerus kaufen. Das verschafft uns ein Holzkreuz, ein rustikales Kreuz, eine schlichte Statue und ein Steingrab. Dann können wir das gleich vielleicht bei unserer Dorfkirche mitbauen. Schauen wir mal, was wir machen können. Bauen wir zunächst die strohgedeckte Kapelle nochmal. Bauen wir sie wieder hier an der Seite an. Und diesmal in der richtigen Höhe. Das war mir etwas negativ aufgefallen. Aber jetzt können wir es korrigieren. Und dann schauen wir jetzt mal bei den Zierelementen rein. Da können wir jetzt hier ein Holzkreuz hier vorne drauf platzieren. Ich glaube, das sieht ganz nett aus, wenn wir das machen. Und oben auf den Glockenturm, da werden wir mal ein rustikales Kreuz versuchen zu platzieren. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Nun gut, bauen wir das einfach für 24 Steine, 9 Bretter und 6 Hölzer. Ist nicht allzu teuer. Sehr schön. Und wir haben neue Dorfbewohner, 4 an der Zahl, so wie es aussieht. Ja, dann können wir mal unser Lagerhaus oben bei den Steinbrüchen noch besetzen. Stellen wir also 4 weitere Träger ein. Haben wir das auch schon? Gehen wir nochmal ganz kurz hin und schauen uns das an. Was ist das jetzt hier oben, was zentral quasi zwischen den Weizenfarmen liegt? Das ist sehr schön. Machen wir das zu. Und ich glaube, ja, wir können dann eigentlich zum Schluss kommen. Der Steinbruch, der noch offen ist, um den werden wir uns dann in der nächsten Folge weiter kümmern. Dann können wir noch weitere Steine produzieren. Aber ich bin erstmal mit der eingelagerten Anzahl, also der Bevorratung der Steine, sehr zufrieden. Mit den Brettern noch nicht so sehr. Also da können wir vielleicht noch ein weiteres Sägewerk errichten. Jetzt haben wir hier noch eine Gelegenheit. Nun gut, schauen wir uns die Gelegenheit zum Schluss noch an. Also schauen wir mal, welche Erzählung hier gerade die Runde macht in unserem kleinen Küstendorf. Bärenüberschuss. Es gibt keinen schöneren Anblick als einen Berg aus Bären, so wie der, den ihr in euren Speichern angehäuft habt. Dieser rote Wohlstand beruhigt eure Dorfbewohner, da sie wissen, dass sie für eine Weile wohl genährt sein werden. Das ist ausgezeichnet. Das ist doch ein schöner Abschluss für diese Folge, würde ich sagen. Unser Speicher hat wohl auch dafür etwas gesorgt. Unser neuer Speicher drüben bei den Weizenfarmen, hier drüben am Hang. Sehr schön. Dann würde ich sagen, ja, soll es das für heute gewesen sein, haben wir uns um die Bevorratung und die Optimierung unserer Produktionsketten und überhaupt der Ressourcenproduktion gekümmert. Und wir haben die Handelsroute mit Mittel verbessern können, ganz nebenbei, indem wir den Weizen eingekauft haben. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es hier dann mit Foundation weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.